So, herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Wooster und wir spielen Drake Hollow. Und wie schon angekündigt, würde ich jetzt in dieser Folge einfach mal hier unseren Zaun verbessern. Und daraufhin werde ich mal die Sachen abreißen. Ja. Damit wir hier... ja, Platz haben. Weil es genau gerade in der Flucht ist, die, ja, wie hier der Zaun runterkommt. Ja, unsere Dragoner schlafen ja gerade, deswegen... ja, nutze ich das jetzt hier mal die Zeit zum Abreißen. Wenn sie wach sind, dann können sie ja den Zaun aufbauen. So. Gut, damit ist das schon mal erledigt. Gehen wir mal in den Bau. Ich setze das wieder hier an. Und reißt dann den Ding weg, damit wir die Türen wenigstens drin lassen. Also mit, ja, mit X zwar platzieren. So, das kommt wieder weg, damit wenigstens die Tür drin bleibt. So, und da kommen sie schon, sehr gut. Da ist die Frage, bauen wir noch eine Reihe mehr? Ich würde sagen, eine Reihe würde ich hier noch dazu machen. Oder ein Element mehr. Ja, es wäre wahrscheinlich besser, wenn die Elemente aneinander snappen oder snappen würden. Aber es lässt sich ja nicht so präzise setzen, aber es ist okay. Versuche es halt so gerade wie möglich zu setzen. Weil dann können wir hier auch unsere Dinger wieder abfarmen. Okay, wir haben noch ganz schön viel Weg vor uns. Ich mache jetzt hier nur das Eck ein bisschen zu. So, und die Tür lasse ich so offen, dass hier die Dinger wieder reinkommen. So. Okay, schaut schon mal ganz gut aus. So. Ja, ist die Frage, ob wir das in der Kiste haben. So Sachen würde ich zwar gerne bauen, aber ja, ihr seht, wir haben davon recht wenig Ressourcen. Altmetall super wenig. Ja, die Betten. Ja, sonst haben wir nicht wirklich was. Okay. Dann farme ich mal hier unsere Dragonas ab. Weil bauen kostet ja Punktchen. Und ja,
Wenn wir neue Funktionen wieder haben, dann sind wir wieder voll und dann... Ja, hier sind die ganzen. So, er hat auch noch was für uns, sehr gut. So, schauen wir mal, wie viele. Ja, 330 haben wir erst. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Ah, den haben wir noch nicht. Ja. Was mich wundert, dass er jetzt hier aus dem Beet ist, aber da ist weder was angebaut noch irgendwie Ressourcen drin und trotzdem sitzt er davor und frisst. Oder die Animation sagt zumindest, er frisst. Oh, hier ist ein 30er noch. So, haben wir, ich glaube, wir haben so gut wie alle erstmal abgefarmt. Das heißt, wir haben jetzt wieder 440. Von diesen Fünkchen. Ja, im Prinzip. Ja, im Prinzip war es das erstmal mit Abfarmen. Ja, 30 fehlen noch, aber ist jetzt nicht so entscheidend für uns. Wir haben ja das letzte Mal hier unten, aber wir haben das nicht abgebaut, weil hier Nahrung gibt. Ja, okay. Das heißt, wir reisen jetzt hier rüber und bauen hier mal die Verbindung auf. Oh, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Ich würde den hier unten reinsetzen und zwar Verbesserungsschaden erhöht den Schaden der defensiven Lagerverbesserung. Ja. Machen wir mal unseren Stuff stärker. Ich würde gerne in hinter uns. Warte mal, ich mache das hier, dass wir ins Lager kommen. Das ist ein bisschen angenehmer dann. Dann müssen wir hier nicht drüber über den Zaun mehr springen. Wow, verbinden. Kann ich gleich darüber verbinden. Sehr gut. Dann haben wir die Verbindung ins Lager und können jetzt hier den einen skippen. Weil dann können wir ins und aus dem Lager springen, ist ein bisschen angenehmer. Ja, in die Richtung müssen wir. Oh, hier ist ein Zettel. Haben wir den schon mal gesehen? Ja, der einzige Nachteil ist bei den ganzen Sachen, dass ich, ja, wenn ich mich jetzt hier 2 Minuten zum Zeit nehme, zum Lesen, dann, ja, fehlt uns die Zeit beim Erkunden. Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn das dann wenigstens pausiert oder so. Hier sind richtig viele Bärchen. Die werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Aber sonst waren wir hier auf der Insel schon, ne? Ja. Ich würde gerne hier rüber irgendwie die Verbindung machen.
Vielleicht sogar so, dass wir... Und ja. Und hier rüberkommen. Ich schau mal, wie weit ungefähr der Radius ist. Naja, man sieht es nicht ganz. Aber wir kommen garantiert nicht bis rüber. Ja, ja, erstmal rüberlaufen. So. Okay. Sehr gut. Ja, ich habe es nicht ganz genau gesehen, aber mir war schon bewusst, dass ich hier nicht die gesamte Strecke mit einmal ja, überspannen kann oder darüber komme. Ja, die Pflanzen, wo die Sachen rauskommen, kann schon richtig gefährlich werden. Ja, und der nächste wäre dann hier rüber, also vielleicht hier oben irgendwo nochmal einen Punkt setzen. Ja, ist die Frage, ob man da so wirklich gut hochkommt. Okay, man müsste quasi dann von hier rüber. Ja, hier ist halt ein Felsen. Okay. Ja, da wir ja auch einiges an Holz verballert haben für den Zaunerweiterung. Jut. Schade, ich dachte, ich krieg alle drei, aber ist okay. Ja, okay, hier ist der Punkt und dann hier rüber. Ja, schauen wir mal. So, hinter uns kommt wer? Der da oben. Oh, Blaupause, sehr gut. Hat er uns noch getroffen, die Sau.
Unlucky. Wieder so ein Richter. Ja, zwei Sachen rausgekommen, aber ist okay. Nein. Ja, das war so nicht geplant. Ja, ich lagere alles mal ein, was wir jetzt nicht so brauchen. So, das heißt, wir holen uns auf jeden Fall mal eine Nahkampfwaffe raus, eine große. Zur Not hier noch so ein Paddel. Haltbarkeit ist halt super gering. Ich dachte, der Kerzenhalter ist ein bisschen größer, aber... Der Lacoste wäre auf jeden Fall eine gute Alternative. Der pennt. Lassen wir ihn lieber erstmal. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Auswirkung hat, wenn man die dann aufweckt. Aber ich glaube nicht. Aber da die Geschenke zwar nett sind, aber ja, jetzt nicht wirklich entscheidend. Ich schaue gerade nochmal so das Lager ab. Es wirkt schon so, als wäre hier und da ein Zaun vielleicht nicht ganz, aber der Zaun ist ja hauptsächlich dafür da, damit die quasi durch gewisse Engstellen durchlaufen müssen, wir dann Zeit haben, hier zwischen den zwei Torns hin und her die Sachen wegzuklatschen. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass sie ja die 5 Minuten aber dorthin laufen, dann weiterkämpfen und dann in 2 Minuten umdrehen. Bringt, glaube ich, nicht so viel. Also da können wir nur das Inventar durchschalten, okay. Ja, auch 64 von diesen... Ja, nicht Funken, sondern irgendwie glänzenden irgendwas. Ist halt die Ressource, bei der wir bei der Krähe einkaufen können, ist jetzt auch nicht mega viel. Aber es gibt wohl nur noch 2 Ausbaustufen. Bunker, Birke, Schaufel. Klar. Ah, mit der kleinen Batterie kann man wahrscheinlich die Energie, die man tagsüber produziert, speichern und dann braucht man vielleicht weniger von diesen Laufbändern über Nacht betreiben. Gewächshaus, interessant. Windmühle, Holztor. Okay, dann kann man hier auch noch ein Tor bauen. Disco-Boden ist wahrscheinlich eher so für Entertainment. Tesla-Spule könnte vielleicht Energie übertragen. Whirlpool. Ja, klingt auch eher nach Unterhaltung. So, Lagerstatus. Ja, den geht's. Naja, die Wasserpumpe ist beschädigt.
Also die komischen Zäune. Oh, Laufband. Ja. So, wo ist der? Da. Schauen wir mal, was er für uns hat. Oh, sogar eine Waffe. Ja, ich glaube, Waffen und Munition sind noch so die besten Sachen, was sie haben können. Aber wir können hier auch noch abfarmen. Stimmt. Wir können hier noch ein paar Funken auffüllen. 30. Hier sind nochmal 30. Und Tutor. Ja, wenn wir ihn erwischen. Und dann sollten wir... 500 von 500. Ja, da bin ich mir leider nie so wirklich bewusst, ob das jetzt hier irgendwas bringt. Na komm, setzen wir uns mal ein Cappy auf. Cool wäre es, wenn die halt hier irgendwie noch Verteidigungswerte hätten oder so, ne, aber... Da sie das nicht haben. Ja. Ist okay, na, aber es wäre halt irgendwie cool, da noch irgendwie vielleicht ein bisschen Defensiv-Stats zu haben. Vielleicht ein bisschen Tankiness zu bekommen. Dass man ein bisschen, es muss ja jetzt nicht viel sein, ein paar Prozent vielleicht am Ende weniger Damage bekommt von den Monstern. Ja, hier drüben ist auf jeden Fall noch einiges. Ja, 2 Minuten, dann geht's los. Achso. Die Waffe. Ja. War das nicht alles reparieren? Da ist die Frage, wie viel man hier wirklich reparieren kann aktuell. Weil gerade von den Ressourcen Stein, Altmetall haben wir gar nichts oder wenig. Ja, ein Stein kostet 25, Altmetall kostet 60. Und wir haben, glaube ich, gerade mal 60 von dieser Ressource. Ja. Ich glaube nicht, dass uns jetzt ein Stein oder zwei Steine oder ein Altmetall wirklich helfen würden. Kabel 60. So, gut. Der nächste Angriff kommt. Es ist trotzdem irgendwie seltsam, dass sie aus dem leeren Beet fressen. Oder essen, ist ja wurscht, ne? Aber... Dafür haben wir die Türen oder die Tore gebaut, damit... Ja, damit die hier genau durchlaufen müssen und dann können wir sie ein bisschen besser abfarmen. Ein Schlag reicht bei denen. Ja, die Flugdinger mache ich dann. Na, vielleicht ist das schon... Nein, das ist noch nicht der letzte.
mal wieder rein. Okay, die erste Attrappe ist schon mal weg. So, gleich neue Attrappe stellen. Ja, die platziere ich mal um oder platziere ich neu, dann, damit die wieder full life ist. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich Leben verloren hat, aber so. Schauen, ob wir irgendwas reparieren können. Ich glaube nicht, aber ah, wir müssen in die Richtung. Ja, scheinbar können wir ein bisschen was. Achso, ja, stimmt. Wir haben das ja im Zaun der Innenseite gebaut. Ja, stimmt, wir haben ja hier paar Schäden am Zaun gehabt. So, Abmarsch nach hinten wieder. Ja, wenigstens das Schnellreisesystem, wenn man das mal ein paar von diesen, ja, von diesen Pöllern hat, von diesen Wegpunkten, dass man die dann immer wieder platzieren kann, spart natürlich einiges an Ressourcen, weil mit dem, ja, mit dem Kristall verbrauchen wir immer ein bisschen Ressourcen, nur um darüber zu laufen. Ah. Ja, ich würde gerne hier oben nochmal schauen. Oder kann man hier hoch? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob hier hinten denn noch was ist. Ja, irgendwie kommt man da, glaube ich, schon hin. Ja, ob das jetzt der offizielle Weg ist, weiß ich nicht. Ah, hier ist wahrscheinlich der Weg. Ja, bin mir nicht sicher, ob da oben was ist, aber schauen wollte ich trotzdem. Ja, es wirkt schon so, als wären da Blumen. Komme ich da irgendwie hoch? Okay, machen wir hier den Supertrick. So, zack. Nein. Hm. Haben wir in die falsche Richtung geschaut oder warum ist jetzt in die falsche Richtung gesprungen? Und bevor ich jetzt hier noch dreimal rauf und runter rennen muss. Ja, wirkt jetzt nicht so, als wäre da unten noch irgendwas. Schauen wir mal von oben. What? Hä? What? Ach, na. Ja, ein bisschen unnötig, dass man da, wie wir das gemacht haben wahrscheinlich, aber ja.
Das war jetzt der für mich der schnellste Weg hier, die Sachen zu verbinden. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Wir kriegen wahrscheinlich ein Baby. Und wie es dann mit der Nahrung ausschaut, ne? Ach, hier hätte man theoretisch hochlaufen können, okay. Gut. Ansonsten wirkt es jetzt nicht so, als wäre hier noch irgendwas. Auf jeden Fall unser Stuff wieder abbauen. Ja, bin mir auch nicht sicher, ob ich hier den Dings verlassen könnte. Oder wie weit ich weggehen kann, dass er das immer noch einsammelt. So, hier unten ist noch Ressourcen. Nicht gut gemacht. Ich glaube, wir haben alles. Na, ist noch wer? Ah, wieder so ein Wolf. Oh, da oben ist auch noch irgendwas. Ah. Und zwar ist das. Okay. Diesmal nehme ich den Weg hier rüber. Da oben lag doch noch eine Blaupause, ne? Habt ihr das auch gesehen? War in die Richtung. Hier. So, wer wollte hier unten Stress? War doch noch gerade, wer der irgendwie Stress wollte, ne? Vielleicht auch hier unten. Hier war noch was. Ein Busch, ein Pfeil, okay. So, dann laufen wir mal hier hoch. So,
So, jetzt haben wir wenigstens die Insel fast befreit. Ist manchmal so, ja, auch die Perspektive manchmal ein bisschen schwierig von den Flugviechern einzuschätzen, wo der jetzt genau im Raum steht. So, mal schauen, was wir hier in der Hütte finden, falls wir was finden. Ja, Trinkbeutel, okay. Was ist die Frage? Ja, hier ist noch ein Auto. Hier ist noch eine Kiste. Hier auf dem Dach irgendwas Interessantes. Wirkt jetzt nicht so, wenn man ehrlich ist. Ja, gut. Hier oben waren wir, glaube ich, schon, ne? Den Schrägen kann man dann nicht mehr wirklich laufen. Ah, okay. Es wirkt jetzt nicht so, als wäre hier noch auf der Insel irgendwas. Bäume, ja, okay. Okay, dann bauen wir uns mal darüber. Oh, hier unten ist sogar noch... War, würde ich gerne in... Ja, damit ich auch die richtige Insel erwische. Darüber. Ja, okay. Hätte ich fast den Dings vergessen zu umsetzen. Ich hoffe, es reicht uns von der Zeit her. Das geht. Einfach damit wir, falls was ist, schnell zurück können. Oh, hier noch was. Hier ist eher so ein Friedhof, ne? Ja, wieder die alte Taktik. Erst einmal um die Insel herum. Und dann das Zentrum plündern. Okay, hier gibt es einen LKW. Wozu brauche ich den LKW? Oder Bus? Wirkt jetzt nicht so, als wäre hier irgendwas in der Nähe zum Verbinden. Okay, das klappt so nicht. Schon gesehen, dass hier drin noch einer versteckt ist oder gefangen. Kann auch sein, dass er natürlich da drin rumgeglitscht. Aber sagen wir mal, wir haben ihn befreit. Okay, hier liegt nichts an Loot.
Na, dann komm her. Ah, es ist so nervig, dass die da drin sind. Autsch, autsch, autsch. Rückzug, Rückzug. Sieben Pfeile. Ach, der mit seinem komischen Laser. Wir müssen jetzt aufpassen, wir haben nicht mehr viel Heilung. Hier ist auch nochmal so ein Fuchs. Ah, ungut. Ungut. Ja, durch den einen Dragon-Buff kriegen wir oder haben wir eine, jetzt nicht mega, aber wir haben eine Life Regeneration. Das hilft uns jetzt ein bisschen. Aber ich könnte mich dann nochmal umentscheiden, theoretisch, oder wie? Aber dass der genau zwischen den Steinen durchtrifft. Ich habe mich extra dazwischen noch gestellt. Unlucky. Auf jeden Fall. Na, erstmal unseren Body auf. Ja. So. Also erstmal hier hin. So, jetzt. Warum? Hab doch gedrückt. Er ist doch jetzt nicht tot, oder? Nee. Aber wir haben keine Pfeile mehr. Ja, dass hier noch alles kreucht und fleucht. Ja. Weiter die Insel befreien. Ja, ihn habe ich leider nicht getroffen.
ist die Frage, wozu brauche ich hier so viele Putzer, ne? Ja, es wirkt schon so, als würden das dann Steine kosten, ne? Holz? Oder es ist dann einfach nur das Symbol, zu welchem Wagen verbunden wird. Ja, ja, natürlich. Ach, so dann Lucky, dass die Mine dann doch noch trifft. Ja, ist zwar ganz nett, aber... Obwohl du ausweichst, hat er dann noch einen 180-Grad-Move und kann dich dann trotzdem noch treffen. Ah, okay, hier hab ich sogar das verbunden. Ist noch eine Pflanze. Ne, raus. Ah, es könnte sein, dass hier die letzte. Okay, nice. Aber gab es auf der Insel, okay, hier gab es einen Dragoner, aber so wirklich Steine oder so haben wir noch nicht gefunden, ne? Oder ist das hier drin? Naja, eher so glänzende Objekte. Oh nein. Weil hier sind ja auch nur Samen, okay, ein paar Pfeile, ja, nice, aber... So, wirklich ein Einkaufswagen, weil da waren ja meistens Steine oder Dings drin, habe ich nicht gefunden. Es kann auch sein, dass bei diesem Klo oder Ressourcenhaufen was dabei war und ich das jetzt gar nicht so, ja, mitbekommen habe. Es kann natürlich sein. Ich müsste theoretisch ein eigenes Ding hier bauen, damit ich hier drüber komme, aber das brauche ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, im Prinzip können wir hier schon abreisen. Aus dieser Insel. Oder von dieser Insel. Hier oben ist noch ein Haus. Ah nein, das ist da drüben, okay. Ich schaue jetzt hier nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe. Möglich ist natürlich, keine Frage. Hier habe ich sogar noch Bärchen übersehen. Hier
Ja, hier ist zwar die Verbindung, ist zwar ganz nett, aber brauchen wir gar nicht. Okay, dann würde ich mal hier den Ding abbauen. Genau, wir bauen das ab. Bauen das ab und bauen dann hier drüben auf. Die zwei Inseln. Ich würde sogar, vielleicht sogar hier das Schnellreisesystem hier rüber bauen und dann hier rüber. Kann ich mich hier entfernen und kriege ich das dann trotzdem? Okay. Haben wir das Auto schon? Ich glaube schon, ja. Ja. Haben wir schon. Hier war noch eine Tasche, okay. Oh. Ja gut. Oh. Ja, ein bisschen nervig, dass die Insel schon wieder voll ist. Okay, dann kann ich das auch nicht mehr verwenden. Ich laufe jetzt einfach mal. Ja. So. Ja, theoretisch würde ich gerne von hier hinterlaufen irgendwo. So. Na, ist wahrscheinlich viel zu kurz. Ja, ich versuche jetzt hier einfach mal die Sachen hier rüber zu spannen. So, dahin. Ach, okay, gut. Gut, dann kann man das gleich wegnehmen. Was weg ist, ist weg, na, also. Ja. Perfekt. Hier drüben waren noch Bärchen, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. So. Ah, die Wolfdinger sind wirklich die nervigsten oder der nervigste Gegner. So, wo habe ich jetzt unser Wegpunktsystem aufgebaut, hier drüben, ne? Also hier rüber und dann hier rüber, ne? Schauen wir nochmal auf die Karte. Ich würde gerne hier so in die Richtung. Das heißt, wir müssten darüber? Darüber müssen wir. Wo haben wir hingebaut? Wir müssten von hier schon in die Richtung, okay. Okay, Level up, sehr gut. So, und die Richtung würde ich gerne, also mache ich das hier so knapp wie möglich hier hin.
Ja, ich versuche wenigstens drüben schon mal den Dings zu setzen, den Wegpunkt, den zweiten. So, 7 Hügel. Weil dann haben wir wenigstens jetzt hier schon mal das Schnellreisesystem quasi angeschlossen. Und ich würde jetzt noch 2, 3 Minuten hier farmen und dann zurückreisen. Weil hier genau die Ressourcen suche ich eigentlich. Und was waren das jetzt? Weiß ich nicht. Aber eigentlich solche Einkaufswagen suche ich, weil da sind gerne Steine, Stoffe, Altmetall und so drin. Ja, es kann auch sein, dass es hier beim Klo ist, aber meistens habe ich da immer das Gefühl gehabt, dass da eher so Trinkpäckchen, Samen, Pfeile und sowas drin ist. Also jetzt nicht von den, ich würde es jetzt mal sagen, Baustoffen und höherwertigen Baustoffen. Wenn man sagt, okay, Holz ist so Tier 1, Stein ist dann Tier 2, Stoff oder Stoffe Tier 2, Steine Tier 3, ne? Ach ja, hier drüben ist wäre dann noch eine Insel. Wie viele haben wir? Ja, theoretisch haben wir genug. Heißt, wir könnten hier schon mal den Ding setzen. Den zweiten Übergang. Ah, jetzt bitte nicht noch sterben. Wenigstens verbinden. Da geht es dann weiter, wenn wir hier drüben weitermachen. Ich würde mich jetzt schon mal Richtung Heimat bewegen. Na, Waffe nehmen wir noch mit. Schauen wir mal hier rüber. Das haben wir hier soweit geklärt erstmal. Ja, war klar, dass du kommst. So, hier unten sollte irgendwo unser Schnellreisesystem sein. Oh, da. Ja, erstmal zurück, ne? 3 Minuten. Wir werden dann noch mal kurz eine Minute brauchen zum Checken, ob wir alles vorbereitet haben. Vielleicht, wir haben ja ein paar Ressourcen haben wir ja bekommen. Vielleicht können wir ja wieder ein bisschen was reparieren. Ah, würde ich die. Ja, ich dachte, das wären Bärchen. Dann hätte ich sie natürlich gerne mitgenommen. Die Insel laufen. Ja, das ist wirklich ein sehr großer Vorteil, dass du halt hier laufen kannst, ohne dass du Ausdauer brauchst, weil sonst müsstest du wahrscheinlich alle paar Meter stehen bleiben, Ausdauer regenerieren und dann geht es erst weiter. So, wir sind im Lager. Okay. Er hat was für uns. Ahmed. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, was wir bekommen haben, aber
Danke. So, okay, zwei Sachen können wir wohl wieder reparieren oder mehr reparieren. Was mich halt wundert, warum die... Achso, na stimmt, stimmt. Ich habe den bekämpft dort und ja. Der hat dann da wahrscheinlich Schaden gemacht. Es kann... Ja, ich hoffe nicht, dass die Benutzung auch Schaden macht, ne? So, jetzt ist wenigstens das Laufband repariert. So, waffentechnisch. Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Waffen. Lagern wir noch unnötigen Stuff ein. Ne, Pfeile würde ich gerne am Mann behalten. Ja, die Pilze, die Bärchen packe ich lieber mal ins Dings. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt... ja, kein Nahrungsproblem haben und ich hatte jetzt das Gefühl, dass das nicht schlecht werden kann. Und falls wir doch Probleme bekommen würden, dann haben wir hier, okay, wir haben sogar Heilung haben wir bekommen. Ja, drei Pilze ist jetzt auch nicht die Welt, wenn man ehrlich ist, ne? Attrappen, Splitter. Ja, okay, wir haben 14 Bärchen, ein paar... Das ist halt für den Kochtopf. Aber die würde ich halt jetzt aufbewahren, da wir ja dicke im Plus sind. Mhm. War... Okay, scheinbar kann man das... Haben wir hierfür keine Ressourcen, um das zu reparieren, ja. Okay. Gut, der nächste Angriff kommt. So. Ja, ist auch ein bisschen häufig, ne? Also wenn man das runterstellen kann, da ja die Wellen irgendwie immer gleich sind. Wenn die nur halb so oft kommen, wäre es wahrscheinlich genauso okay. Die Attrappe hat schon instant nur noch halbes Leben. Pfeile. Wir haben es noch nicht. Okay, eine Trappe verloren, aber es ist okay, würde ich mal sagen. So, dann... Bauen wir das ab und blenden neu. So, wie geht's unseren Dragonas? Ja, sieht ganz okay aus. Obwohl wir jetzt hier einen mehr haben. Ah, siehst du, ein Bett würde ich gerne noch bauen. Ja, ich habe jetzt nicht die Ressourcen für ein schönes Doppelstockbett. Könnten wir auf jeden Fall Platz einsparen. So. So, dann hat der schon mal einen Schlafplatz. Und dann danke ich erstmal allen fürs Dabeisein und fürs ja, Mitfiebern. Und ich denke, wir haben eine gute Basis geschaffen für die nächste ja, Insel, die wir erkunden wollen. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dann, Servus.